So, wir gehen direkt rein. Dominic Thiem, unser Gegner bei den Canadian Open, die Nummer 11 der Welt, der Österreicher. Lange verletzt jetzt gewesen. Noch nicht wieder richtig gut in Form, aber hier haut er uns gleich erstmal die Bälle um die Ohren. Nicht zu knapp. Das ist schon nochmal eine andere Liga, wie man hier auch sieht. Platziert die Bälle sehr gut, aber Younes inzwischen auch kein ganz schlechter. Sehr schön. Wir müssen die Ballwechsel kurz halten. Bedeutet natürlich hohes Risiko. Das ändern wir hier auch gleich nochmal. Oh ja, da lassen wir das Feld zu sehr offen. Mal schauen, am Netz kommt Younes nochmal ran und der ist dann knapp draußen. Da jubelt Dominic Thiem auch. Ja, also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir hier in der ersten Runde relativ deutlich rausgehen. Man sieht da schon einen Klassenunterschied, aber gut, wie gesagt, Younes ist 17. Ich glaube, der 17-jährige Dominic Thiem, der hat da auch noch so seine Probleme. Jawohl, den haut er genau hinten noch irgendwie auf die Linie. Das sind zu leichte Fehler, das darf nicht passieren. Der Aufschlag muss halt auch kommen. Sehr gut. Serve and Volley ist, glaube ich, hier eine ganz gute Variante. Gegen so Topspieler einfach die Punkte kurz halten. Den kriegt er echt noch. Aber den kriegt er nicht mehr. Also 1-0 für Younes, richtig schön. Eins ändere ich gerade nochmal. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Gegner hin und her schicken, also ein bisschen abweichend spielen. Mal schauen, ob das fruchtet. Und dann schauen wir mal, wie der erste Satz läuft gegen den Österreicher. Gegen den sehr sympathischen Österreicher, den ich echt gerne mag. Lief eigentlich bislang überraschend gut. Jetzt allerdings zwei Breakbälle für den Österreicher und dann leider gleich der leichte Vorhandfehler bei Younes. Also Break-4 für Dominic Thiem. 4 zu 3 hier im ersten Satz. Gefällt mir gut, was Younes da macht. Klar sind Fehler dabei, aber es ist schon nochmal ganz klar ein Fortschritt zu erkennen. Also gerade wenn man auch die erste Hälfte der Saison nimmt, da waren wir zum Teil unterirdisch. Das war aber auch mein Fehler, weil ich die Taktik ein bisschen falsch gewählt habe. Die Turnierplanung war nicht gut. Und jetzt sind wir einfach wieder besser drin und spielen gegen einen der Weltbesten. Ziemlich gutes Tennis, wie man hier gerade auch wieder gesehen hat. Stark, 15:30. Super Tennis von Younes. Jawohl, zwei Breakbälle. Die Chance zum direkten Rebreak. Boah, da hat er eigentlich die falsche Ecke gewählt. Dominic Thiem. Trotzdem der Punktgewinn. Ach, komm. Ah, den kannst du echt besser zurückspielen. Schlecht bewegt. Ja, das sind dann halt die Spitzenspieler. Da hat man irgendwie trotzdem keine Chance. Okay, also 5-3, der erste Satz ist wahrscheinlich weg. Schauen wir mal drauf, ob Team da jetzt ernst macht. Ziemlich sogar, 15:40, zwei Breakbälle, die gleichzeitig auch Satzbälle sind. Jo. Diese einhändige Rückhand ist halt auch echt schön. 13 Unforced Error auf unserer Seite. Winner 14. Wie gesagt, ich finde es trotzdem okay, was wir hier spielen. Im zweiten Satz lassen wir die Intensität jetzt einfach mal im Maximum, weil sonst haben wir wahrscheinlich eh keine Chance. Halten gut mit. Spielball jetzt für Dominic Thiem zum 5 zu 4. Boah, den kriegt er echt noch. Da dann, Entschuldigung, leider der Fehler.
Sehr gut. Also am letzten ist Younes auch besser geworden. Sehr, sehr schön. Es war irgendwie klar, hier in dieser Zone, da haben wir echt unsere Probleme mit der Länge. Kennen wir Männer ja. In bestimmten Zonen haben wir echt Probleme. Aber es bleibt trotzdem beim 30-15. Und Spiel hinweg. Jawohl, zwei Spielbälle zum 5. Beide. Super Spiel gegen Dominic Thiem. Da muss man sich nicht schämen, wenn man hier dann ausscheiden sollte. Ja, aber so Punkte sollte man trotzdem nutzen. Ja, zu Recht schlägt er da die Hände übers Gesicht. Das muss jetzt alles nicht sein. Alter, wie gut Dominic Thiem verteidigt. Und dann auch noch Glück für den Österreicher, der jetzt seinen ersten Matchball hat. Das war, ging jetzt irgendwie sehr, sehr abrupt leider rum mit blöden Fehlern. 31 Winner, 28 Unforced Error, nur 6 Unforced Error beim Österreicher, der natürlich Risiko spielen kann, allerdings sicherer ist in seinem Risiko. Das ist dann eben so ein bisschen unser Problem. Das war aber relativ klar, dass wir hier jetzt in der ersten Runde rausgehen. So, ich bin trotzdem stolz auf dich. Emotion geht runter. Mei, okay. Kann man so sehen, kann man auch nicht so sehen. So, Devin Badenhorst ist in der ersten Runde der Qualifikation hier raus. Younes in der ersten Runde raus, kriegt trotzdem nochmal 23.000. Jutti, also ich hoffe mal, die Form geht jetzt nicht zu brutal runter, dass wir hier zumindest noch mit leicht aufsteigendem Pfeil ins nächste Turnier gehen. Wir sind vom Kampfgeist, Selbstbewusstsein, Gelassenheit, da müssten wir noch ein bisschen trainieren, aber taktische Fähigkeiten, Antizipation, Fokus sind wir schon echt gut. Hier haben wir immer noch ein bisschen unsere Probleme. Da müssen wir noch deutlich stärker werden, damit da eben auch mal ein Grand Slam-Sieg oder sowas kommen kann. Da braucht man wahrscheinlich echt ein paar Jahre. Aber gut, das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Jutti, also vielleicht kann man hier auch mal ein Mega-Talent entdecken, das dann vielleicht auch mit 17, 18 schon, wie beim Football Manager, super Champions League-Sieger wird oder so. Ist beim Tennis natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Younes ist jetzt 17. Ich würde mal sagen, wenn er 19 ist, dann hat er schon Chancen, Richtung Grand Slam auch mal ganz, ganz vorne reinzuspielen. Wir gehen rein gegen Diego Schwartzmann in die Cincinnati Open, der jetzt nochmal mit dem zweiten Aufschlag kommt. Ganz kompliziertes Spiel. Wir lagen schnell Break vor. Schwartzmann kam dann aber zurück. Boah, den ballert er echt noch ins Aus. Unglaublich. So, 5 beide. Ass durch die Mitte. Wir haben Energielevel mal ein bisschen erhöht. Wäre schon nice, wenn wir hier einen Sieg noch eintüten könnten vor den US Open. Sehr nice. Richtig gut, auch am Netz verteidigt. 30-0. Diego Schwartzmann, so ein guter Allrounder. Unglaublicher Kämpfer, auch schon mit starken Ergebnissen bei Grand Slams. Ich glaube, auch Zverev einmal bei den US Open ja sogar rausgekickt. Sehr gut. Also 6-5 für uns. Und beim Return-Spiel haben wir schon einige Male, rechts ist alles offen, schon einige Male eigentlich sehr an einem Break geschnuppert. Wie gesagt, einmal haben wir ihn auch gebreakt, dann allerdings zu viele Fehler gemacht im eigenen Aufschlagspiel. Jo, einfach reingelöffelt. Sehr schön. So Fehler dürfen natürlich nicht passieren, so ein ganz einfacher Rückhandslice-Fehler. Also Diego Schwartzmann jetzt kein Aufschlagmonster. Relativ kleiner Spieler auch. Weiß gar nicht, ob er über 1,80 ist, ich glaube nicht. Der ist zu gut gespielt. Zwei Spielbälle für den Argentinier. Der ist wieder zu lang. Also ein bisschen zu viele Unforced Error von Younes.
Unfassbar gut verteidigt von Schwarzmann und dann der Fehler beim Stopp. Ganz bitter. Yes, wichtig. Aber da macht er kaum einen Fehler, der Argentinier. Wahnsinn. Boah, da kommt Younes noch hin, aber da kommt er nicht mehr hin. Stark. Das sind dann diese Punkte, die eben den Unterschied ausmachen auf dem Niveau. Ja, das sind dann eben die Probleme. Das gibt's doch nicht. Der war nun wirklich nicht schwer. Den hätte sogar ich irgendwie noch rübergebracht. So, Duelle müssen wir natürlich dann nächstes Jahr auch irgendwann mal gewinnen. Dieses Jahr ist noch okay. Unser erstes Jahr auf der ATP-Tour und der bleibt zum Glück an der Netzkante hängen. So, komm, jetzt bring beide Aufschläge durch. Einfach gut gespielt von Diego Schwartzmann. Bewegt sich gut, ist sehr schneller, wendiger Spieler. Bei der Körpergröße natürlich auch klar. So, den haut Younes eh ins Netz oder ins Aus. Schöner Ballwechsel, 3 zu 6. Jetzt allerdings bei eigenem Aufschlag zwei Möglichkeiten für Schwarzmann und er nutzt direkt die erste. 6 zu 7 ist der erste Satz weg. 21 Unforced Error auf unserer Seite. Das ist wieder viel zu viel. 24 Winner, 21 Unforced Error. Ich probiere es mal mit ein bisschen weniger Risiko. Auch in der Angriffssituation. Gehen wir mal ein bisschen weniger Risiko. Mal schauen, ob es was bringt. Normalerweise hat es bei uns eigentlich eher einen negativen Effekt. So viel zum Thema weniger Risiko, negativer Effekt. 5-1 und der Stoppball des Todes. 6-1. Wow, Wahnsinn. Richtig gutes Spiel von Younes, aber das wird im dritten Satz jetzt bestimmt wieder ganz, ganz anders laufen. Wir sind natürlich von der Intensität jetzt auch komplett am Anschlag durch diesen Satz durchgegangen. Aber mal schauen, ob wir jetzt zu Beginn des dritten Satzes das auch gleich weiter umsetzen können. Bleiben wir mal gemeinsam drauf. Das war schon sehr, sehr gutes Tennis jetzt von Younes. Aber normalerweise dreht sich das dann immer. Im dritten Satz hat man ganz häufig. Schwarzmann eigentlich bei unserem Aufschlag chancenlos. Im zweiten Satz kaum Punkte gemacht. Ja, sehr gut. So geht's, Younes. Ein bisschen kontrollierteres Risiko ist vielleicht dann doch die bessere Variante. Na, ja, aber das war wieder der typische Schlag aus dem Halbfeld. Den treffen wir einfach nicht. Boah, ganz wichtiger Punkt. Geht über einen Stand. Sauber, schön mit Kick nach außen serviert. Spielball für Younes. Und weg damit.
Nee. Yes, Alter, gute Länge. So wichtig jetzt hier drin zu bleiben. Mit dem Ass. Der Vorteil. Ich hasse diese Longline-Bälle. Die funktionieren einfach immer. Außer bei uns. Bei uns funktionieren die nie. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Jetzt haben wir mal Glück gehabt. Was eine Schlacht hier. Sehr gut. Es ist zum Teil echt furchtbar. Aber gut. Ja, boah, Alter, was ein Return. Einfach noch ein Loch im Schläger drin. Aber will aber auch keiner dieses Aufschlagspiel gewinnen. Ich muss meinen Kaffee trinken, sonst wird er kalt. Nächster Breakball für den Argentinier. Alter, die spielen einen Rotz bei persönlichem Vorteil. Jawohl, Ass mit dem zweiten. Komm, jetzt nimm den Schwung mit und noch ein Ass. Ich sag jetzt nichts mehr. Wird eh nichts. Der fällt hinten auf die Linie. Mei, oh mei. Okay, das können wir uns jetzt nicht alles antun. Also wir schauen mal, wie der dritte Satz weitergeht. Breakbälle für Younes. Sehr gute Länge. Der war ein bisschen zu hoch angesetzt, der Stopp, aber eigentlich nicht ganz verkehrt. Ein Breakball bleibt noch. Wie gesagt, bei uns funktioniert der Longline nicht. Keine Ahnung, bei den Gegnern eigentlich immer. Leider beide Breakbälle weg. Sehr gut. Guter Winkel von Younes. Da kommt Schwarzmann kaum noch hin. Nächste Breakchance ist weg. Nächste Breakchance ist da. Das sage ich, unser Longline funktioniert einfach nicht. Nee. Ach komm, der war doch immer aus. Der geht hinten auf die Linie. Unfassbar. Und noch das Ass durch die Mitte. Also leider die Breakchancen vergeben.
Wieder zwei Chancen. Younes klar der bessere Spieler. Wir müssen jetzt nur unsere Chancen auch mal nutzen. Feld ist offen. Komm schon. Yes, da ist es 4-2. Super gut. Und jetzt durchziehen, Junge, mit dem letzten Energielevel, das da noch im Körper drin ist. Sauber. Der sitzt. 30-0, 40-0. Ja, der ist leider seitlich weg. 40-15. Aber komm, zwei Spielbälle bleiben noch mit dem Ass. Machen wir das 5-2. Mega gut. Schaffen wir es beim Aufschlagspiel des Gegners eher nicht. Fünfzehn-dreißig. Komm schon, Younes, zieh jetzt durch. Komm, bring noch wenigstens ein paar Aufschläge rein. Das ist doch nicht zu fassen. Wie kann er da jetzt einen scheiß Doppelfehler machen? Mann! Jetzt wird es wieder ganz, ganz kompliziert. So, komm, 5-4. 30-40 aus Sicht von Schwarzmann. Der geht noch rüber. Und den haut er ins Aus. Jawohl. 6-7, 6-1, 6-4. Younes zieht in die zweite Runde ein in Cincinnati. Harter Kampf gegen Diego Schwarzmann. Richtig nice. 210 Punkte gespielt. 60 Winner, 45 Unforced Error. Das ist eine ganz ordentliche Quote. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesending. Ein Riesending, dass wir hier gegen Schwarzmann gewinnen. Was für ein Match, richtig toll. Jetzt geht's gegen Jannik Sinner, das wird wahrscheinlich das Aus sein, aber für uns natürlich schon mal richtig nice, dass wir hier in die zweite Runde einziehen in Cincinnati beim Masters Event. Dann hoffen wir natürlich auf eine gute Auslosung noch für die US Open, damit wir da vielleicht wenigstens auch die erste Runde überstehen können. Zum Qualifikant wäre eine nice Geschichte. Also gegen Jannik Sinner, die momentane Nummer 4 der Welt, hier an Nummer 3 gesetzt. Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Sieht ein bisschen aus wie Sebastian Vettel auf dem Foto zum Ende. Auf jeden Fall der haarige Gegenentwurf zu mir. Gegen Sinner mache ich dann, wenn Bundesliga jetzt gleich durch ist. Schalke spielt gerade gegen die Eintracht. Deswegen, das schaue ich mir dann doch lieber mal an. Könnte ganz wichtig sein für Schalke. Ich bin mega nervös gerade. Deswegen gehe ich mit positiver Emotion jetzt erstmal in dieses Schalke-Spiel. Danke fürs Schauen und bis bald.